Servus, Christi, und herzlich willkommen im LS17 auf der Old Dreams mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, was wir so treiben oder auch nicht treiben. Ich habe ein bisschen was verkauft, ne, sieht man da oben. Ich habe jetzt nicht komplett alles rausgeschmissen. Zeige ich mal schnell. So ein bisschen was habe ich noch drin lassen für, ja, weiß nicht, bessere Zeiten, schlechtere Zeiten, ist ja eigentlich auch egal. Braucht man momentan nicht unbedingt, darum habe ich mir gedacht, jetzt schauen wir mal, dass wir mit dem Geld auskommen, was wir haben. Und sehen wir lieber mal das eine Feld an, was wir haben. Und dann, das mache ich jetzt mit ihm hier. Obwohl, das weiß ich noch gar nicht. Schauen wir mal schnell. Die Sämaschine. Die Sämaschine, die wir haben. Das ist die hier. Die braucht 100 PS. Den, Den Ladewagen, den wir noch nicht haben, der braucht entweder hier 60 PS oder eigentlich würde ich ja gerne den da haben. 31, ah, schade, schon gewonnen. 90 PS, okay. Der braucht 90. Und der hier hat 125, das heißt, wir können... Machen wir es so, gehen wir mit dem aufs Feld und säen, genau, passt. Und dann, ja, ist das besser, ne? So, und das ist hier, glaube ich, mit dem Big Packs und das habe ich ja auch ganz perfekt drauf, weil das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Und dazu schnappen wir uns mal den Kleinen hier. Oh, was bist du denn? Goldnuggets. Es gibt Goldnuggets auf der Karte. Alles klar. Auch nicht schlecht. So, du bist. Und du bist. Und du bist. Ja, was ist jetzt da was? Das ist. Moment. Wieso gibt es da kein Ding? Wir müssen übrigens auch aufkommen, wir haben keinen Düngerstreuer, gell? Hier, Garage. Wir haben keinen Düngerstreuer. Nee. So, was sind das für drei lustige Zeichen? Was ist denn das da? Hand. Ich kann mit der Hand sehen. Das ist auch nicht schlecht. Mache ich das. Kann die alles? Kann die auch düngen? Ach, die kann beides, oder? Genau, die hat da hinten den... Was kann die eigentlich überhaupt? Das ist jetzt hoffentlich nicht eine, die... Die schaut so nach, ich weiß nicht, so nach Maislegemaschine aus. Die kann ja hoffentlich auch was anderes als Mais, oder? Wir werden sehen. So, ich probiere jetzt mal. Oh mein Gott, ich probiere mal. Haben wir da eigentlich auch was Besseres noch als das Ding? Ich wollte nach außen gucken. Ach ja, da oben, alles klar. Aber das brauche ich jetzt im Ballenspieß überhaupt nicht. Ach, das ist dieses kleine verrückte Teil, das auf der Stelle wenden kann. Das ist... Oh. Und wo man dann nichts mehr sieht. Ich mach das mal von außen. Das ist uns gerade irgendwie... Hopsa. Ja, den brauchen wir nachher auch gleich. So, kann ich da eigentlich auch irgendwie... Nee, kann ich nicht, ne? Nee, das ist... Den kann man nicht ausfahren. Nee, wäre eigentlich auch albern. Passt schon. So, hoch mit dir. Ich komme doch mit dem dann hinauf. Wie ist denn das? Schwierig, oder? Höher geht da nicht. Wie soll ich denn da jemals das andere Ding runterbringen, bitte? Nicht mit dem auf jeden Fall. Okay. Dann fahre ich den auf die Seite und hole den New Holland. Ja, es ist gerade etwas merkwürdig alles hier. Sehr merkwürdig. Das Ding mal wieder runter hier. Braucht keiner. Oder sind die Bags nur dort, weil sie da stehen? Schauen wir mal schnell. Wenn ich jetzt mit ihm da einfach neifer, hoch mit dem Teil. Danke.
Nein, andere Richtung. Moment. Ich wollte einkaufen fahren. Eigentlich bin ich hier mit dem Schmarrn beschäftigt. Aber mei, hilft ja alles nichts. Jetzt schauen wir, ob das echte Big Packs sind oder ob das eine Plane öffnen. Welche Plane? Ach, hier hat das so eine Plane geöffnet, oder? Nice. Sämaschine auffüllen, na perfekt. Na perfekt. Dann machen wir es mal voll. Aber jetzt fülle ich aber einen Dünger auf. So, das war jetzt Dünger. Schön. Und die Saat? Ich würde ja auch gern die Saat einfach so auffüllen, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir mal, wenn wir da so herfahren, ob es da so. Nein, die Saat muss ich wohl echt hier anders machen. Das ist super, das ist super. Wenn ich nicht schon eine Folge von irgendwo anders hätte, die heißt, ich kenne mich nicht aus, dann würde ich ja die Folge fast so nennen, gell? So, wo stehe ich eigentlich? Ich gehe mal in die Außenansicht. Okay, jetzt mit dir das Ding da oben hoffentlich runter. Yes, sir. Thank you. Upsa. So, was ist es? Das Saat? Ach Gott, das ist jetzt wieder. Ich bin echt erhellt eigentlich manchmal, oder? Das da würde ich als Saatgut bezeichnen. Komme ich da rein mit der Palette? Ja, wahrscheinlich. Ich probiere das einfach mal. Jetzt muss ich aber da mal kurz in die Innenansicht gehen. Und ich muss noch 99 Goldnuggets suchen. Ah, nee, das ist schon mal nix. Vielleicht nochmal in der Außenansicht. Ah, oh, Leute. Anders so. Wo ist dein Problem? Ah, ich seh's. Aber so komme ich rein, oder? Nein. Doch. Aha. Leicht anheben. Rausziehen. Und was mache ich jetzt damit? Oh Gott. Kann ich das jetzt da drüber fahren? Was habe ich eigentlich jetzt in der... Moment mal. Super, gell? Was mache ich jetzt damit? Stell es mal daher. Ich weiß noch nicht, warum ich es tue. Und ich sehe gerade, es versinkt etwas. Nee, doch nicht. Habe ich mich getäuscht. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Huch. Glaube ich, dass du zu schwer bist. Warum konnte ich denn bei dem einfach einfüllen? Du
du bist irgendwie Flüssigdünger, gell? Ja, genau, du bist ein Flüssigdünger. Ach, ich bin doch ein Held. Dies ist ja gar keine Saatgut. Okay, ich glaube, ich habe es gerade eben begriffen. Ja, nein, ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich begriffen habe. Keine Angst. Ich schiebe das jetzt mal kurz auf die Seite, das Ding hier. Ja, so, ne. Oh Mann, ja, ja. So. Ach komm, jetzt schlupf halt da rein. Komm, nimm's mit. Jetzt das. Ja, das ist perfekt, nahezu perfekt. Oh, 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 oh. Wieso geht er denn jetzt so hoch? Das hat er doch vorher auch gerade nicht gemacht. Aber schau, das steht doch ganz gut drauf. Ah, nee, das ist ein bisschen... Gut draufstehen ist ganz was anderes. Ich gebe es zu. Nicht kippeln. Du stehst gut da oben. Glaubst du mir, das wird dir gefallen. Bin mir hundertprozentig sicher, das ist ganz toll. Oder auch nicht. Ich fahr da mal, tschüss. Sag ich doch, ach, fällt dir da oben, gell? Boah. Hm. Also ich glaube, in der Folge wird es nichts mehr mit dem Säen. Oh Mann. Oh Mann. Ey. So, nein, nicht ganz. Halt, stopp. Du bist gerade rein, hoch. Raus. So, was mache ich jetzt mit dir? Ui. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lalalala. Es schaut ja keiner zu, oder? Ja, ich kann ja eigentlich nur hoffen, dass hier keiner zuschaut. Nein, das... Da ist aber nicht viel drin. Hat der schon automatisch da eingeladen, oder was? Wieso ist da eigentlich nur 100 drin? Was mache ich jetzt damit? Also mir sind ja die... Ach, der hat sich schon aufgefüllt automatisch. Alles klar. Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen vor lauter. Oh. Na gut. Na gut. Toll. Also das Prinzip habe ich jetzt... begriffen. Alles klar. Also ich verstehe jetzt, was Big Bags bedeuten sollen. Okay, kenne mich aus. Kenne mich ja voll aus. Nicht. Tja. So kennt man mich, gell? Perfekt vorbereitet. Ach so, ich stehe schon wieder an der Wand an. Sämtliche Spielfunktionen vorab durchgetestet, bis der Arzt kommt? Nicht. Warum sollte ich auch, ne? Rückwärts. Nein, falsche Taste. Na, du sollst drin bleiben. Ja, sehr gut. Okay, gut. Also das mit dem, ja, hm. Okay, wir können zum Feld fahren, juhu. Und zwar zum, was war denn das? Das eine da unten bei der, in der Nähe von der BGA wollen wir hin, das gehört uns auch, das ist gegruppert, das wollen wir düngen. Ja.
Dann schauen wir mal, dass wir dem Herrn da neben uns sein Feld ein bisschen beackern dürfen. Sonst machen wir dazwischen die Folgen. Und wenn wir dann sein Feld beackern dürfen, so, wo fahre ich eigentlich jetzt hin? Nach da runter, Richtung 15. Genau, genau 15, das will ich. Ah, Hilfe. So, 15, du bist es da. Ach, du bist das da, gell? Das ist auf der anderen Seite vom Fluss. Wer hier ist da reinkommen? Da oben, glaube ich, oder? Nein, spinne ich jetzt. Das ist 15. So, ich kann schon mal meine Karte lesen heute. Ganz schlimm, ganz schlimm. Na gut. Dieses Feld hier. Genau dieses Feld, das ist es. Das würden wir dann gerne sehen. Und das fange ich jetzt noch kurz an. Und zwar will ich das nicht selber sehen, ne? Wir haben jetzt dann noch andere Sachen zu tun. In der nächsten Folge halt erst, aber trotzdem. Ich hätte gerne Düngen und Säen, genau. Ich hätte gerne, dass du mir den Feldrandkurs von 15, genau. Unsere Arbeitsbreite ist die 3 Meter. Mal kurz gucken. Hast du 3 Meter? Ja, du hast 3 Meter, okay. Dann sage ich aber trotzdem bitte nur 2,90. Die Startecke ist hier, wo wir gerade stehen. Das würde ich sagen, ist Nordwesten. Und wir fahren Richtung Osten. Am Startpunkt enden deaktiviert. Vorgewende würde ich sagen, machen wir mal 1, 2. Machen wir mal 2. Dann sagen wir hier Kurs generieren und gucken, ob das Auge noch funktioniert. Es funktioniert noch. Perfekt. Das ist doch ein cooler Kurs. Und dann sagen wir Go, Kurti, Go. Wie, was Gerät muss aufgefüllt werden? Es ist noch gar nicht aufgefüllt. Okay. Okay, also ich beende jetzt mal kurz die Folge hier. Und ich habe das falsche Teil dabei gehabt, oder? Ja, okay, alles klar. Also ich mache jetzt mal kurz Schluss für heute. In der nächsten Folge füllen wir dann die Sämaschine nochmal richtig auf und kaufen den Ladewagen und holen die Stroh vom anderen Feld und so. Genau, also das wird relativ gleich nach dem hier wieder anfangen. Ja, dann hoffe ich, hat dir die Folge trotz des ganzen Chaos, das ich mal wieder verbreitet habe, gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen, über ein Abo, falls noch nicht passiert ist, über einen Kommentar, die lese ich übrigens alle. Ja, ich muss es immer wieder mal erwähnen, die Leute glauben es ja nicht. Und dann, ja, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.